Brumm, brumm, brumm. Hat ein bisschen was von Matchbox fahren die Karre. Auch sowas. Hier so eine coole Mucke kommt, obwohl wir das Radio eigentlich ausgeschaltet haben. Und hier müssen wir hin. Gut, ich bin verkleidet. Für den Monsterball. Kontrolle behalten, so wenig wie möglich sein. Wenn Crispin wirklich so kaputt ist, errege ich Aufmerksamkeit. Nur die Auktionseinladung finden und dann weg. Also mit dem Auto fallen wir überhaupt nicht auf, würde ich sagen. Da haben wir einen Raucher, den können wir hacken. Und da können wir einen Blackout verursachen. Wollen wir aber nicht, wir gehen hier in den Laden rein. Guten Tag. Das Poppy Special. Sehr gut, Mr. Crispin. Ein besonderes Gericht extra für Sie zubereitet. Wir passen schon auf Ihre Waffen auf. Mr. Crispin, hier entlang bitte. Wo sind die zugeteilten Wachen, Sir? Wir waren zu langsam. In kombinierter Hormontherapie, das ist ja interessant. Und ich glaube, wir können hier allen Leuten einfach mal direkt auf die Fresse hauen. Menschenhändler, Nuttenpreller, das ganze eklige Gesocks der Stadt. Mr. Quinn wollte sicher gehen, dass Sie sich wohlfühlen. In seinem Namen bieten wir Ihnen eine Aufmerksamkeit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß damit. Also du bist die Aufmerksamkeit, hm? Wie heißt du? Poppy? Ich weiß, wer du bist. Was du mit Mädchen machst. Nein, es ist nicht. Ist okay. Ich gehe. Mr. Crispin, alles zu Ihrer Zufriedenheit? Noch eine Störung und Sie sind dran. Ich werde dir nicht wehtun. Komm einfach mit mir. Ich helfe dir. Nein! Die finden mich. Sie sagten, du bist ein Monster. Bist nicht Crispin. Oder? Mein Name ist Pierce. Eine kleine aggressive Püppi. Aber wir haben, was wir wollen. Ob sie jetzt mitkommt oder nicht, ist mir eigentlich egal. Wir sollten hier nur schnell raus, weil die Kollegen haben unsere Waffen. Und wir können jetzt hier nicht so viel Stress machen, wie ich es gerne machen würde. Diese blöden Dreckschweine, Alter. Meine Waffe. Hoffentlich beehren sie uns bald wieder.
Tu mir einen Gefallen. Ich muss Poppy aus dem Laden rausholen. Ruf den Club an, gib dich als Crispins Assistentin aus. Sag, dass ich wünsche, dass mir Poppy bei der Auktion geliefert wird. Ja, okay. Sie wird da sein. Das regel ich. Vielleicht musste Crispin sterben, aber wenigstens retten wir das Mädchen. Das ist gut, oder? Ich weiß nicht, ob die Rechnung aufgeht, aber wir holen sie da raus. Na, aber sowas von, oder? Liebe Leute. Ich war ja am Anfang noch ein bisschen dagegen, diesen Typen zu töten, aber... Meine Fresse, war das ein Drecksack. Wenn Poppy schon so aufgeregt war und wusste, was auf sie zukommt, möchte ich gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn wir nicht eingeschritten hätten. So, und im Hintergrund hört man meinen Wecker. Ich muss hier mal kurz einen Break machen. So, wie können wir denn hier jetzt eine Schnellreise machen? So. Da haben wir eine hübsche Shopper. Die werden wir benutzen. Nachrichten. Die Hafenbehörden haben einen Container konfisziert, der militärtaugliche Waffen im Millionenwert enthielt. Die Ladung kam aus Mitteleuropa. Wie sie ins Land kam, ist bisher noch ungeklärt. Laut Polizei war die Aktion Teil einer Großfahndung. Näheres ist nicht bekannt. Die immer mit ihren Waffenlieferungen? Da würde ich auch gerne mal wissen, was das auf sich hat. Das wird doch später sicherlich noch interessant, oder? Oh, den Bereich kennen wir hier schon. Den machen wir schon des Öfteren. Frage ist nur, wie kommen wir da in Richtung Hauptziel? Hier der richtige Weg? Nein, ist der natürlich nicht. Das Tor bitte einmal aufmachen. Dann fahren wir hier halt über die Gleise, wenn das so gewünscht wird. Gut, gut. Wir sind anscheinend auf dem Gelände und müssen in die hinterste Ecke. Ein riskantes Gebot. Iraq ist irgendwo da drin. Die Security ist streng und die Geschichte von dem Autohändler wird sicher bald berichtet werden. Iraq finden, seine Marke scannen und nichts wie raus da. Klingt leicht genug. Ja, völlig easy peasy, was? Dass es nicht so einfach wird. Vor allen Dingen, weil die Polizei hier schon vor der Tür steht. Aber was soll's, wir müssen da trotzdem rein. Ein riskantes Gebot. Sorry, Mr. Crispin. Wir brauchen Ihre Waffe. Ich will nicht unhöflich sein. Kein Kratzer. Mr. Quinn sagte, Sie würden gern die Ware begutachten. Ich weiß gern, für was ich bezahle. Was kauft man denn hier eigentlich? Ein Boot, oder? Wo finde ich Poppy? Mr. Quinn weiß von Ihrem Wunsch. Keine Sorge. Sie ist hier. Ich mache Sie mit Mr. Quinns Regeln vertraut. Alle Zahlungen müssen über ein sicheres Konto oder Cash erfolgen. Wenn Sie eins der Mädchen testen möchten, bevor die Auktion beginnt, kostet das eine kleine Gebühr. Das gilt nicht für die Premium Girls. Das würde Ihren Wert verringern, wenn Sie verstehen. Ja, ich verstehe. Pass auf, dass alles ruhig bleibt, sonst können wir leider nicht verhindern, dass die anderen Kollegen euch ruhig stellen. Unsere Kunden sind ruhig. Ja, ja, überweis einfach die Kohle, ja? So nah bei diesen Gangbängern bekomme ich nur Herpes. Bin schon. Der Boss ist bald mit denen fertig. Ja, was? Alter. Geistig behinderte Mädchen benutzen die hier und verkaufen die. Diese dummen, dummen Drecksschweine. Siehst du die ganze Kohle in dem Laden? Leck mich. Diese Käuferliste behältst du erstmal. Vielleicht können wir damit ein bisschen Geld machen. Ich möchte hier nicht sein. Ich möchte den einfach irgendwie einen nur auf die Nase hauen. Das ist Mr. Crispin. Ich bringe ihn jetzt zu Mr. Quinn. Die schicken nicht die ganze Ware auf einmal auf die Bühne. Ein paar werden nur privat vorgeführt. Wir sind alle mit einer Nummer versehen. Ist effizienter so. Manche Gäste schauen lieber auf die Monitore.
Sie wollen lieber die Bühne sehen, hieß es. Wie hätte ich mich denn sonst davon überzeugen sollen, dass eure Ware gut ist? Macht Platz! Mr. Quinn wartet. Mr. Quinn ist da oben bei IREC. Guck doch mal. Dreh noch eine Runde. 1500, 11.000, 12.000 für so ein Mädchen. Das gibt's nicht, ey. Diese dummen Dreckschweine. So, wo sollen wir denn hin? Alles ist in Ordnung. Da hoch müssen wir. Also die Treppe hier hoch. Alles klar, hinten rum. Können wir laufen? Nein, können wir nicht. Wir müssen uns das hier ganz langsam und in Ruhe angucken. Diese dummen Menschenhändler, ey. Euch nehmen wir noch ein bisschen Kohle ab. Ihre Hände sind zu groß. Ich mag ihre Haare nicht, Alter. Jo, der Boss hat sich gemeldet. Ein paar von Quinns Jungs sind tot. Da stimmt was nicht. Er will einen Doppelcheck. Von jedem. Und wenn's absolut sein muss, triple-checken wir die Penner. Okay, wir sind also... Unsere Aktivitäten fallen langsam auf. Die sind alle so dünn. Das ist gerade gefragt. Oh, ich könnte euch so auf die Fresse. Ah. Bist du sonst... Ach, Schatz, bist du zu Hause? Jawohl, hänge im Beruf, es komme später, du Drecksschwein, Alter. Weißt du, sonst würde die keine Frau der Welt anfassen und hier kaufen, die sich einfach... den kompletten Menschen für ein bisschen Kohle. So, den da wollte ich noch hacken. Weil der hat Geld. 1,4. Nehmen wir gerne mit. Bei allem Respekt. Ihre Männer sind schon. Das ist viel zu riskant. Extra Security reicht nicht. Wir hätten absagen sollen. Riskant ist, vor anderen eine Schwäche zu zeigen. Ganz ruhig. Tun Sie, was sein muss. Nur ziehen Sie keine Show ab. Die Männer sind überfordert. Ihre Männer sind ersetzbar, Mr. Eric. Das Geschäft muss laufen. Inzwischen finden Sie den Mörder. Das ist alles. Mr. Crispin? Entschuldigen Sie mich. Natürlich. Unser Ehrengast ist da. Mr. Quinn, leider kann ich nicht bleiben. Genießen Sie das Schauspiel? Welches? Das da unten oder das hier oben? Ah, mein Partner Mr. Iraq. Ein loyaler Soldat. Aber noch jung. Was sehen Sie, wenn Sie da runterschauen? Ich sehe, wie jemand seine Macht spielen lässt. Mr. Iraq sieht eine Option. Er sieht nur Profit. Die Erfahrung lehrte mich, mich nicht manipulieren zu lassen. Nicht nachzugeben. Sie haben gar keinen Akzent, Mr. Crispin. Ich musste im Leben vieles lernen, um es so weit zu bringen. Und das alles hatte nichts mit Glück zu tun. Weitere Gebote, Gentlemen. Und da ist noch ein Gebot. Weitere Gebote. Mr. Crispin. Die trauen dir nicht. Ich weiß, wir gehen. Komm her. Näher. Das Tattoo. Ist ein Peilsender unter meiner Haut. Ist ein kaltes, effizientes Business. Ich kann das Signal stören. Das war's? Ja. Ich hörte, wie die über Crispin sprachen. Sie wissen, dass was nicht stimmt. Du musst jetzt hier raus.
durch den Keller. Komm mit mir. Nein. Was, wie, wo, wer, wa, da. Aber ist schon wieder klar, ja, einfach mal kurz das Handy an den Nacken gehalten und wir haben das Signal gestört. Wir wissen gar nicht, welche Frequenz irgendwas. Einfach mal kurz das iPhone dagegen gehalten und schon ist alles gut. Und ich dachte, der alte Typ lässt uns gleich foltern oder so. Der wusste, dass wir ein Dreckschwein sind.